Bist du gerade in der Kontaktsperre oder hast diese vielleicht auch schon hinter dir und dein oder deine Ex hat sich bisher nicht bei dir gemeldet? Funktioniert die Kontaktsperre bei dir also nicht und bringt dir nicht jene Resultate, die du dir erhofft hast? Dann wirst du in diesem Video genau die Antworten auf deine Fragen finden. Ich bin Dr. Stefan Kraft, Gründer und Experte bei Szenario 2 und in diesem Video erfährst du, warum sich dein oder deine Ex vielleicht bis jetzt noch nicht gemeldet hat, warum die Kontaktsperre trotzdem funktioniert hat und was deine nächsten Schritte sind, wenn vom Ex bisher noch nichts gekommen ist. Und wenn du mehr darüber lernen möchtest, wie du die Trennung rückgängig machen kannst und wie du deinen oder deine Ex wieder in dein Leben ziehen kannst, dann bist du auf diesem Kanal genau richtig. Drück unter dem Video einfach auf den roten Abonnieren-Button und drück daneben auch auf die Glocke. Dann kriegst du die neuesten und praxiserprobtesten Strategien zum Ex-Zurückgewinnen immer direkt in deinen Abo-Feed geliefert. Die Kontaktsperre ist mal ganz einfach gesagt eine bestimmte Zeit, wo du dich nicht aktiv bei deinem oder deiner Ex meldest. Aber es gibt da sehr oft falsche Vorstellungen über die Kontaktsperre und ihre Funktionsweise. Eine falsche Annahme ist zum Beispiel, ich mache jetzt eine Kontaktsperre und dann kommt mein oder meine Ex zu mir zurück. Aber so einfach ist es leider nicht. Wenn du jetzt glaubst, dass die Kontaktsperre garantiert dazu führt, dass dein Ex dich wie verrückt wieder anruft oder irgendwie reumütig dann zu dir zurückgekrochen kommt, da habe ich leider eine schlechte Nachricht für dich. Denn es ist zwar einerseits möglich, dass sowas passiert, aber es ist auch möglich, dass keins von diesen obigen zwei Dingen passiert. Aber dass du dennoch deinen oder deine Ex zurückgewinnen kannst. Und tatsächlich ist es aus unserer Erfahrung sogar eher wahrscheinlich, dass dich durch die Kontaktsperre nicht dein Ex plötzlich wie verrückt anruft oder wieder zurückkommt zu dir. Aber leider erwarten das sehr viele, dass diese Sachen eben passieren müssten und sind dann umso deprimierter, wenn sie die Kontaktsperre machen, aber dann irgendwie doch nichts von dem oder der Ex kommt. Da glaubt man dann schnell, alles umsonst, ich habe eh alles probiert, aber es hat nicht funktioniert. Was viele da aber nicht bedenken, ist, dass sich der Ex zwar nicht meldet, aber umgekehrt, du kannst auch nicht in den oder die Ex hineinschauen, oder? Vielleicht vermisst dich dein Ex ja, meldet sich aber deswegen nicht, weil er oder sie ein schlechtes Gewissen hat, eben wegen der Trennung zum Beispiel, wenn sich der Ex getrennt hat. Alle Menschen wissen, es tut weh, wenn man verlassen wird. Und wenn man in einer Beziehung entscheidet, dass man sie beendet, dann weiß man, okay, man verletzt den anderen, weil man sich für sich selbst, aber gegen die Beziehung, gegen den anderen, gegen den Partner entscheidet. Aber durch die Entscheidung zu sich selbst ist die Entscheidung weg vom Partner getroffen und damit verletzt man den oder die einfach. Gefühlt ist einfach der Schmerz, der da beim Ex entsteht, eine Schuld, die man auf sich nimmt, also die der Ex auf sich nimmt. Und der denkt dann, wenn ich jetzt eh schon so viel Schuld beim anderen habe und das Herz gebrochen habe, dann mache ich mich jetzt nicht noch schuldiger, wenn ich nochmal jetzt was schreibe und nochmal nachfrage, weil dem anderen, dem oder der Verlassenen tut es ja weh, wenn ich jetzt nicht da bin. Wenn ich also jetzt Kontakt hätte, dann wäre es so, als würde ich noch immer Salz in diese Wunde streuen. Und so zum Schutz des anderen denkt sie dann eben, der oder die Ex, melde ich mich lieber nicht, weil dann schütze ich den und füge dem oder der nicht noch mehr Schmerzen im Herzen zu. Eine zweite Möglichkeit ist, dass der oder die Ex gar nicht weiß, ob du überhaupt noch interessiert wärst und ist schüchtern und traut sich deswegen nichts zu schreiben. Oder auch, wenn du dir heute denkst, Mist, mein Ex hat sich noch nicht gemeldet, du weißt ja nicht, ob er oder sie vielleicht morgen gemeldet hätte. Da gibt es übrigens eine lustige Geschichte aus unserem Ex-Zurück-Coaching. Da hat uns eine junge Frau geschrieben, dass sie jetzt 3 Wochen Kontaktsperre macht und es ist nichts passiert in dieser Zeit dahin. Und sie hat dann gefragt, wie die Chancen stehen und was sie jetzt tun soll, weil ja jetzt vermutlich alles aus ist. Und im Coaching gibt es bei uns ja eine Antwortgarantie, dass man innerhalb von 3 Tagen eben eine Antwort bekommt, also beim E-Mail-Coaching. Und jetzt ist es so, am Montagnachmittag hat unsere Klientin eben genau das geschrieben, dass die Kontaktsperre nicht funktioniert. Und am Dienstagmorgen aber kam von ihr dann schon eine zweite Mail mit, mein Ex hat mich gestern am Abend angeschrieben, was soll ich jetzt bloß machen? Was möchte ich mit dieser Geschichte aussagen? Oft braucht es einfach noch ein bisschen mehr Geduld beim Ex zurückgewinnen. Also für deinen Ex war die Trennung auch nicht so easy und so leicht, wenn es vielleicht in dem Moment so ausgeschaut hat oder seitdem so ausschaut. Und wenn du dir dann überlegst, Kontaktsperre funktioniert nicht, weil sie mein Ex eben nicht bei mir meldet, dann lässt du das Innenleben
von deinem oder deiner Ex da komplett außen vor. Denn vielleicht wollte sich er oder sie ja bei dir melden, aber eben vielleicht erst ein paar Tage später, als du dir das irgendwie gewünscht oder gedacht hättest. Was kannst du also jetzt tun, wenn sich der oder die Ex nach der Kontaktsperre noch immer nicht gemeldet hat? Nochmal, ganz, ganz wichtig. Das Ziel von einer Kontaktsperre ist nicht, dass sich dein Ex zwangsläufig während oder auch nach der Kontaktsperre bei dir meldet. Aber was ist das Ziel einer Kontaktsperre? Mehr dazu, zu diesem Thema kannst du auf unserem entsprechenden Guide am Blog nachlesen. Ich gebe dir den entsprechenden Link hier oben zum i hin, klick dir dann einfach durch und du wirst dann gleich zu unserem Blog weitergeleitet. Trotzdem möchte ich auf den Aspekt jetzt kurz in diesem Video angehen, weil er einfach so wichtig ist. Das große Ziel einer Kontaktsperre ist, dass du einerseits wieder auf die emotionale Phase neutral kommst und dass dich dein oder deine Ex zu vermissen beginnt. Und diese beiden Sachen, also vermissen und auf emotional neutral kommen, das kann nur dann gelingen, wenn du nicht ständig präsent bist. Wenn du nach einer Trennung ständig anrufst und ständig bettelst, dann wird dich der Ex nicht vermissen können, weil du immer da bist und vermissen kann man nur was, was man nimmer hat gerade. Wenn du jetzt aber hingegen in die Kontaktsperre gehst und mal den Kontakt vorläufig einstellst, dann befeuerst du genau diese inneren Prozesse in deinem Ex, sodass er oder sie nicht immer genau weiß, was bei dir gerade so los ist. Deswegen wird dein Ex in der Regel ein bisschen neugierig werden, was sie bei dir so tut, wird öfters an dich denken und bam, bist du eben wieder in den Gedanken vorhanden beim Ex und er oder sie wird dich zu vermissen beginnen. Erinnere dich also, die Kontaktsperre kann erfolgreich sein, aber auch dann, wenn sich dein oder deine Ex nicht während der Kontaktsperre bei dir meldet. Weil der Ex kann dich vermissen, sich aber trotzdem nicht bei dir melden. Eben weil da vielleicht noch, erinnere dich an vorher in diesem Video, da noch Schuld da ist oder ein schlechtes Gewissen, dass er oder sie sich von dir getrennt hat. Damit bleibt also übrig, wenn sich dein oder deine Ex nicht meldet bei dir während oder nach der Kontaktsperre, dann musst eben du die Initiative ergreifen. Viele haben da aber auch ein bisschen Angst davor, sich aktiv zuerst nach der Kontaktsperre zu melden. Weil man denkt sich dann manchmal, naja, zeige ich nicht, dass ich schwach und bedürftig bin, wenn ich mich als erstes melde. Oder andere denken auch, immerhin hat mein Ex Schluss gemacht, deswegen muss er oder sie sich jetzt als erstes wieder bei mir melden. Und ja, natürlich kannst du warten, bis von deinem oder deiner Ex da was kommt, bis er oder sie sich meldet. Nur im schlimmsten Fall wartest du dann halt ewig drauf, bis das passiert. Und es kann auch sein, dass dein Ex sogar wieder mit dir zusammenkommen möchte, aber sich nicht traut, dir das auch zu sagen. Und dann hast du aus falschem Stolz heraus nicht geschrieben oder dich nicht gemeldet. Und die glückliche Beziehung, die ihr beide hättet haben können, wird deswegen nicht Wirklichkeit. Deswegen möchte ich dich wirklich ermuntern, dich bei deinem oder deiner Ex nach der Kontaktsperre aktiv selbst zu melden. Wie das geht, dafür möchte ich dich auf zwei Videos weiterverweisen, die tauchen gerade neben mir auf. Im ersten erklärt dir Lena, wie du mit einer Testfrage herausfinden kannst, ob dein Ex schon wieder bereit ist, mit dir zu schreiben. Und im zweiten Video erfährst du Techniken und Tipps, wie du deinen oder deine Ex mit Nachrichten wieder verzaubern kannst. Dann tschüss, Baba, danke fürs Zuschauen und bis im nächsten Video.